doch ganz wichtig, dass man als Besucher, Besucherin auch weiß, was ist anders dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr nicht mehr das Olympiastadion bespielen, sondern sind so ein bisschen zurückgegangen zu den Anfängen, sage ich mal. Seit 2005 gibt es ja den Sommernachtstraum bei uns. Wir wollen das Ganze etwas kompakter wieder machen. Das heißt, wir haben eine große Bühne, eine sogenannte Park-Soundbühne, die auf dem Kuratorplatz steht. Und wir haben eine kleinere Bühne, die Inselbühne, die letztendlich am See steht, auf der Halbinsel. Und dahinter steckt die Idee, ich sag mal so Konzept der kurzen Wege. Das ist uns ganz wichtig, dass hier alles sich mehr konzentriert um den See auch rum, weil Herr Tschech wird es ja dann erzählen, das Feuerwerk findet diesmal mit sehr viel am See statt. Also da ist sehr, sehr viel letztendlich auch aufgebaut. Wichtig ist auch nochmal die ganze Ticketgeschichte. Da haben wir also festgestellt, dass es sehr viele Fragen gab bei den Besuchern und Besucherinnen. Vielleicht haben wir zu viele Tickets angeboten. Wer reinguckt, weiß, dass es Platin gibt, dass es Gold gibt, Silber und Bronze. Und da ist so ein bisschen Verwirrung aufgetreten. Das sollte man vielleicht nochmal aufklären. Also wir haben hier nochmal den Plan, der ist auch auf unserer Homepage natürlich. Den Plan gibt es auch bei München Ticket. Erfreulicherweise ist, dass Platin- und Gold-Tickets sind bereits ausverkauft. Da gibt es keine mehr im Verkauf. Das sind diese sogenannten Front-of-Stage-Karten, die direkt an der Park-Soundbühne stehen. Also wer jetzt wirklich Crow 7 Gregor Mile-Fan ist, der möchte ja ganz vorne stehen. Und da gibt es zwei Front-of-Stage-Bühnen, also die erste Reihe, die direkt vorne steht, das waren eben die Platin-Tickets und die Gold-Tickets ist die Reihe dahinter. Danach kommt Silber. Das heißt, was jetzt noch im Verkauf ist, sind die Silber-Tickets, die berechtigen zur Teilnahme der Konzerte an der Park-Soundbühne. Also das ist nochmal ganz wichtig. Und die Bronze-Tickets kann man eigentlich so mit dem vergleichen, was wir früher immer als Geländeticket bezeichnet haben. Das heißt, wer nicht ins Stadion ging, hat sich ja auch ein Geländeticket gekauft und hat da auch ein Musikerlebnis gehabt. Und so ist es auch dieses Jahr mit dem Bronze-Ticket. Die sind auch noch alle zu haben. Nicht alle, aber es sind noch genügend da. Haben Sie die Möglichkeit, eben auf die Inselbeat-Bühne zu gehen. Da wird ein kleineres Programm dann angeboten. Und ganz wichtig ist, was, glaube ich, in der Kommunikation schwierig war und was vielen nicht ganz klar war, egal welches Ticket Sie haben, es gibt beim Feuerwerk freie Platzwahl. Das heißt, sobald die Konzerte beendet sind und die enden ungefähr gleichzeitig, also sowohl die Inselbeat-Bühne hört auf, wie auch die Park-Soundbühne, so circa 9:45 kann man sagen, danach ist es möglich für die Besucherinnen und Besucher zu wechseln und sich wie jedes Jahr einen Platz zu suchen, von dem aus sie am liebsten das Feuerwerk anschauen möchten. Das ist nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, das ist vielen nicht so klar gewesen durch die viele Anzahl an Tickets. Eins ist allerdings, das muss man jetzt dazu sagen, also das Theatron ist tatsächlich reserviert für die Platin- und Gold-Ticketinhaber. Das heißt, da ist es jetzt nicht möglich reinzugehen, außer es wären noch freie Plätze frei, aber da haben wir natürlich eine begrenzte Anzahl an Plätzen auch und ansonsten ist alles frei zugänglich. Das ist uns nochmal wirklich wichtig, das hier auch an dieser Stelle zu kommunizieren, weil wir einfach festgestellt haben, dass das irgendwie nicht so ganz klar rüberkam, doch unsere große Ticketauswahl. Ich sehr häufig hatte es, ob man mit Silber, Gold und Platin auch auf die Bronze kann. Ja, natürlich. Ja. Für mich war es natürlich, aber es geht nirgends so draus hervor. Und ich habe immer gesagt, ich gehe davon aus, alles andere wäre irgendwo sinnlos. Gut, dass Sie das sagen, also das ist natürlich klar, das ist so wie früher, wie gesagt, das Stadionticket hat ja auch dazu berechtigt, auf den Kommentarplatz zu gehen und so ist es natürlich auch mit den Gold- und Platin-Tickets. Ich kann natürlich auch in den und Silber-Tickets, ich kann auch in den Bronzebereich reingehen und kann mir auch, wenn ich dann sage, ja, der Act gefällt mir jetzt gerade nicht so auf der Park-Soundbühne, kann ich dann rübergehen und mir Claudia Kornig anhören zum Beispiel. Dann passt dann, ja, genau. Also das wäre uns halt auch ganz wichtig, dass das nochmal transportiert wird. Wir haben halt die Systematik jetzt umgestellt und doch gemerkt, dass der ein oder andere nicht damit so ganz zurechtkommt und dass es eben das Wichtigste ist, dass man zum Feuerwerk sich überall im Olympiapark seinen Platz wählen kann und dann natürlich genauso das Gold, Silber, Platin auch rüber zu Bronze kann.